So, herzlich willkommen zu einer erneuten Runde der Erdinger Torschützenkönige. Heute zu Gast Patrick Hopsch von der Spielvereinigung Unterhaching. Patrick, du hast letzte Saison 28 Tore in der Regionalliga Bayern geschossen. Warum spielt man mit 28 Toren in der Regionalliga immer noch bei Unterhaching, obwohl man nicht aufgestiegen ist? Ja, gute Frage. Nee, also wie gesagt, ich habe ja hier Vertrag in Haching. Ich fühle mich unglaublich wohl. Also ich hatte letzten Jahr im Sommer für 2 Jahre direkt unterschrieben. Und es ist jetzt auch nicht so, dass ich gesagt habe, ich will jetzt hier unbedingt weg. Natürlich ist es im Fußball immer so, dass man nie weiß, wie es weitergeht, gerade nach so einer für mich persönlich erfolgreichen Saison. Aber Stand jetzt ist es so, dass ich in Unterhaching noch Vertrag habe bis nächstes Jahr. Und ich fühle mich auch unglaublich wohl hier. Es macht mir unglaublich viel Spaß. Wir haben eine gute Mannschaft und ja, ich bin auch froh, hier zu sein. Ja, das hört sich auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut an. Dann gehen wir direkt mal ein bisschen näher auf deine letzte Saison ein. Wie wichtig war deine Mannschaft für den Erfolg? Ich meine, die Bälle kommen nicht von alleine nach vorne. Sagt man ja immer so schön, da ist man als Stürmer eigentlich immer auch relativ dankbar, oder? Ja, extrem. Also ich sage mal, ich glaube, ich bin schon ein Spielertyp, der da auch sehr angewiesen ist auf seine Mitspieler, weil ich meine Stärken halt einfach im Abschluss habe, im Strafraum habe. Und ja, ich bin jetzt kein Spieler, der sich an der Mittellinie den Ball holt und dann durch 6 Mann durchdribbelt und den Ball reinschießt. Ja, und deswegen ist es natürlich schon so, dass ich da extrem darauf angewiesen bin, wie kommen Flanken, was kriegst du für Zuspiele. Und ja, da glaube ich dann schon, dass es letztes Jahr so war, dass ich auch einen guten Schnitt hatte, so von der Chancenverwertung her, dass es einfach gut gelaufen ist, dass ich gute Abschlüsse hatte im Strafraum. Wie gesagt, es ist auch, glaube ich, eine große Stärke von mir, dass ich jemand bin, wenn ich im Strafraum zum Abschluss komme, dass es dann schon oftmals zum Tor führen kann. Und ja, also da bin ich der Mannschaft schon extrem dankbar. Und ja, deswegen wird das Bier natürlich auch nicht von mir alleine getrunken, sondern wird natürlich fair aufgeteilt. Ja gut, dann hast du mir fast schon die nächste Frage vorweggenommen. Du hast aufgrund deiner hervorragenden Einzelleistung in der letzten Saison, hast du dir 15 Kästen Erdinger Weißbier sichern können. Was hast du vor mit den 15 Kästen? Sind die schon verplant oder habt ihr die schon für irgendwas vorgesehen? Ja, die wurden ja jetzt zumindest vor kurzem, haben wir sie jetzt endlich bekommen. Ich durfte mir da echt gut was zusammenstellen, was man da auswählen durfte von den verschiedenen Sorten. Und da habe ich mich mit der Mannschaft natürlich beraten. Ich sage mal so, wenn ich die jetzt alleine mit nach Hause nehmen würde, würde ich wahrscheinlich ein halbes Jahr brauchen, bis die leer sind bei 15 Kisten. So geht es vielleicht ein bisschen schneller in der Kabine, weil man sich nach dem einen oder anderen Sieg kann sich jeder mal eins einschenken. Und ich glaube, das sorgt auch für gute Stimmung. Und ja, ich freue mich natürlich, dass es geklappt hat. Und so 15 Kisten, die kann man immer gebrauchen in der Kabine. Stopp! Never! Es käme So, Patrick, dann gehen wir mal noch ganz kurz auf die letzte Saison mit der Spielvereinigung Unterhaching ein. Ihr seid am Ende der Saison letztes Jahr trotz deiner 28 Tore auf dem 4. Platz gelandet. Was hat deiner Meinung nach am Ende gefehlt für den Aufstieg in die dritthöchste Spielklasse in Deutschland? Ja, definitiv die Konstanz. Die Konstanz in den Leistungen. Wir hatten einen unglaublich schweren Saisonstart beziehungsweise eigentlich eine schwere Hinrunde. Ja, es hat einfach ein bisschen gedauert, bis da Automatismen gegriffen haben, bis die Mannschaft zusammengefunden hat. Nach dem Abstieg aus der dritten Liga gab es einen extrem großen Umbruch hier in Unterhaching. Es sind viele Spieler gegangen, es kamen viele neue Spieler dazu. Ja, und das ist einfach ein Prozess, der sich einfach erstmal finden muss, eine gewisse Zeit lang. Wir haben einen neuen Trainer gehabt, der eine Spielphilosophie hat, die du dann erstmal verinnerlichen musst. Und ja, und das hat natürlich eine gewisse Zeit gebraucht. Ich glaube, man hat es im Laufe der Rückrunde dann schon gesehen, dass wir das schon zum großen Teil verinnerlicht hatten, haben eine deutlich bessere Rückrunde gespielt. Also im Jahr 2022 waren wir wirklich erfolgreich, wo wir sagen, waren wir auch zufrieden. So wie das dann gelaufen ist. Und ja, und dementsprechend muss man aber einfach sagen, also um auf die Frage zurückzukommen, die Konstanz ist entscheidend in der Regionalliga. Du musst einfach auch gegen die vermeintlich kleinen Teams, musst du einfach die Siege einfahren. Und ich glaube, man sieht es jetzt schon wieder nach den ersten 5 Spieltagen, wie schwer das ist, die vermeintlichen Favoriten patzen reihenweise auswärts irgendwo, wenn du in Illertissen spielst, wenn du in Heimstätten spielst. Es ist nicht so einfach, wie es auf dem Papier immer scheint. Ich glaube, das hat sich in den letzten Jahren nochmal deutlich geändert in der Regionalliga, dass es einfach die Leistungsdichte extrem zusammengekommen ist. Und ja, und da, wenn du am Ende oben stehen willst oder oben dabei bleiben willst in Schlagdistanz,
dann musst du einfach eine gewisse Konstanz an den Tag legen und du musst einfach Siege einfahren, egal wie. Und da bringt es dir nichts, wenn du ein Spiel 8-0 gewinnst und im nächsten Spiel spielst du dann aber nur zu Hause 1-1, weil dann gewinnst du lieber zweimal 2-0 oder zweimal 1-0, weil dann hast du 6 Punkte. Und das ist halt der große Faktor, den ich damals noch aus der Regionalliga kenne. Wir hatten's, ich habe es ja aus meiner Zeit in Lübeck schon gehabt, wo du wirklich mit dieser Konstanz dann am Ende oben stehen kannst. Ja, klar, ich habe auch, du kommst ja gerade schon auf das Thema Lübeck zu sprechen. Du bist letztes Jahr als vom Drittliga-Absteiger aus Lübeck dann nach Unterhaching gewechselt, hast dann scheinbar gar keine Startschwierigkeiten gehabt, auch in Unterhaching, direkt 28 Hütten gemacht. Was war da für dich persönlich der Knackpunkt, dass du gesagt hast, oder wo du dann sagen kannst, ja, da habe ich jetzt für mich das persönliche Mittel gefunden, um die 28 Tore auch wirklich machen zu können? Ja, ich muss ehrlich gestehen, Startschwierigkeiten gab es auf jeden Fall. Das scheint jetzt immer bloß nicht so, weil ich am Ende der Saison 28 Tore geschossen habe. Aber wenn man sich das Ganze genauer anschaut, letztes Jahr habe ich nach 5 Spieltagen, habe ich am 5. Spieltag mein erstes Tor gemacht. Da war ich teilweise auch dreimal auf der Bank gesessen, habe nicht gespielt. Und dementsprechend waren schon Startschwierigkeiten da, weil ich einfach aus Lübeck kam, aus einer extrem schwierigen Situation, Saison, wo ich einfach wenig Selbstvertrauen mitgebracht habe, wo ich mich erstmal wieder zurechtfinden musste in Haching, in der neuen Mannschaft, erstmal ankommen musste beim neuen Trainer. Und dann war es aber so, wo ich Stück für Stück halt dann auch gearbeitet habe, durch die Vorbereitung und alles Mögliche an der Fitness gearbeitet habe und wo man dann halt auch in die Spiele reingekommen ist. Und irgendwann gab es so diesen einen Moment, wo du dann als Stürmer dann auch gerade so ein Tor schießt oder sonst irgendwas, wo du dann merkst, hey, es funktioniert einfach. Und dann war ich drin in der Mannschaft. Dann hat es gepasst auch mit dem Trainer. Ich habe das Vertrauen vom Trainer bekommen, wo er mich einfach hat spielen lassen, auch wenn mal vielleicht nicht so gute Spiele waren, weil er wusste, hey, der zahlt es schon wieder zurück. Und dann hast du halt auch durch einen Trainer, der selber eine Karriere hatte als Stürmer, der das einfach weiß, wie man mit gewissen Situationen umgehen muss. Und ja, und da habe ich dann ein extremes Vertrauen bekommen. Das war einfach spürbar und ja, und das hat dann einfach gepasst. Das hat dann auch von der Mannschaft das Vertrauen. Sie wussten, was ich für ein Spielertyp bin. Das muss ich auch immer erstmal finden am Anfang der Saison. Du kommst neu in eine Mannschaft und da muss man sich erstmal gegenseitig kennenlernen. Wie braucht der Stürmer die Bälle, so dass das Ganze auch funktioniert. Und ich glaube, das hat sich dann mit der Zeit ganz gut eingespielt und ja, und dementsprechend hat es dann über die ganze Saison dann bei mir persönlich ganz gut funktioniert. Perfekt, da hast du mir fast schon mal eine kleine Frage von vorhin noch vorweggenommen, aber da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Patrick, dein persönliches Ziel für die nächste Saison. Du hast jetzt, haben wir schon jetzt mehrfach erwähnt, eine gute Ausbeute an Toren aus der letzten Saison mitgebracht. Was ist dein persönliches Ziel für die nächste Saison in Unterhaching, also als Einzelspieler? Ja, es ist immer schwer zu sagen. Natürlich setzt man sich eben so eine gewisse Tormarke in den Kopf. Ganz ehrlich, die verrät man aber niemanden so, die behält man für sich, die man einfach so sich vornimmt vor einer Saison. Das ist als Stürmer einfach so, wo du sagst, ey, wenn ich so und so viel mache, wäre ich damit schon einigermaßen zufrieden. Aber persönliche Ziele, finde ich, im Fußball sind natürlich immer schwer, weil wir spielen ja Fußball, um quasi als Team erfolgreich zu sein. So, wenn ich als Einzelperson erfolgreich sein will, so, dann hätte ich eine andere Sportart gewählt. Und dementsprechend finde ich es immer schwer, persönliche Ziele zu haben, weil die persönlichen Ziele sind ja trotzdem so mit der Mannschaft erfolgreich wie möglich zu sein. Das ist das oberste Ziel, was es gibt. Und dementsprechend ist es so, ich freue mich sehr. Ich ziehe immer wieder den Hut jetzt vom Adam Djabiri zum Beispiel, muss man einfach ehrlich sagen, was der seit Jahren abreißt jetzt in Schweinfurt in der Regionalliga. Er hat jetzt nach 5 Spieltagen schon wieder 6 Hütten. Aber ich bin ganz froh, dass ich jetzt erst 3 habe. Wir haben aber schon 12 Punkte und Schweinfurt hat halt erst 7 Punkte. So, ne? So am Ende des Tages ist es so, du willst mit der Mannschaft erfolgreich sein und nicht persönlich irgendwo oben stehen. Und dementsprechend ist die Saison natürlich auch ausgerichtet, dass wir sagen, hey, wir wollen als Mannschaft so lange wie möglich oben dabei bleiben. Es gibt keinen klaren Favoriten in der Liga. Das ist einfach Quatsch, wenn man sowas erzählt vor der Saison. Es gibt Mannschaften, die natürlich vermeintlich auf dem Papier stärker sind, die sich einen guten Kader zusammen haben. Aber da gibt's 3, 4 Mannschaften. Da gibt es Bayern 2, da gibt es Würzburg, da gibt es Schweinfurt, da gibt es uns, da gibt es Hauptstadt, da gibt es Illertissen, da gibt es Wackerburghausen. Und das sind alles Mannschaften,
die, wenn sie eine gewisse Konstanz an den Tag legen, auch vorne mitspielen. Und das ist auch das Ziel von uns hier in Haching, dass man wirklich sagt, man guckt von Spiel zu Spiel. Wir wollen von Spiel zu Spiel schauen und da wollen wir unsere Spiele gewinnen. Ich sage, selbst die Spielvereinigung Ansbach, so, da kenne ich viele Leute, die gehen auch in jedes Spiel und wollen jedes Spiel gewinnen. Die sagen sich vorher, wir wollen hier heute ein schönes Spiel machen. Die gehen ins Spiel rein, egal ob die gegen uns spielen oder gegen Bayern spielen, die wollen das Spiel gewinnen. Und genau so ist es ja bei uns hier auch. Und da gilt es einfach von Woche zu schauen, dass man sagt, hey, wir wollen einfach jedes Spiel gewinnen. Und dann Woche für Woche. Ich brauche jetzt nicht schauen, gegen wen spielen wir in 2 Wochen. So, wir spielen jetzt gegen Bayern und ich will am Samstag gegen Bayern gewinnen. Und wenn das Spiel vorbei ist, dann sieht man, wie es ausgegangen ist. Und dann geht es wieder aufs nächste Spiel zu gucken. Und ja, und damit sind wir, glaube ich, dann letztes Jahr in der Rückrunde auch ganz gut gefahren, dass wir da unsere Punkte geholt haben. Und dementsprechend ist ein persönliches Ziel, mit der Mannschaft so erfolgreich wie möglich zu sein. Und dann am Ende in Schlagdistanz zu sein, um vielleicht um den ersten Platz einfach mitzuspielen. Und dann muss man sehen, was möglich ist. Das kann ich dir auf jeden Fall nur recht geben. Du hast gerade eben schon mal ganz kurz deinen Trainer angesprochen. Weiß ja auch unsere Leserschaft wahrscheinlich ziemlich gut. Sandro Wagner ist in Deutschland auch allgemein kein unbekannter Name. Hat auch eine ziemlich große Karriere als Stürmer hinter sich, auch in der Bundesliga. Auch das ein oder andere Tor da auch erzielt, auch bei den Bayern. Ja. Wie viele, sage ich mal in Anführungszeichen, Spezialtipps als Stürmer kriegst du von deinem Coach? Ja, es ist natürlich so, dass er einfach, wie gesagt, durch seine Vita, durch seine Laufbahn, hat man natürlich großen Respekt vor dem, was er da geleistet hat als Spieler auch. Ne? Er hat auch nicht immer eine leichte Karriere gehabt, das sagt er selber immer. Und die lief nicht immer nur steil bergauf, die ging auch mal wieder nach unten und dann wieder nach oben. Und dementsprechend ist es natürlich schon wertvoll, so jemanden als Trainer zu haben, weil er gibt dir natürlich diese kleinen Kniffe. Es sind meistens gar keine großen Sachen. Ich bin auch in einem gewissen Alter jetzt mittlerweile so, du bist ein gewisser Spielertyp, ein gewisser Stürmertyp so und da du wirst dich nicht mehr komplett verändern. Es sind dann so Kleinigkeiten, wo du einfach sagst, hey, hier, das kannst du vielleicht nochmal verändern oder das kannst du nochmal anders machen. Und das nimmst du natürlich ganz anders auf, wenn dir das so jemand sagt, als wenn du vielleicht einen Trainer hast, der nicht diese Karriere hat. Das ist ja ganz normal, ganz menschlich. Und ich habe ja das Gleiche nicht nur beim Trainer, bei meinem Papa ist ja das Gleiche so, der einfach eine super Bundesliga-Karriere hatte, wo es einfach immer so Kleinigkeiten gibt, die er dir vielleicht einfach nochmal mitgibt, wo du dir einfach im Kopf dann abspeicherst, wo du sagst, ey, ja, da hat er recht. Und das könnte ich vielleicht noch verbessern oder das könnte ich anders machen. Und ja, und das ist natürlich, wie gesagt, extrem wertvoll, nicht nur für mich als Stürmer so, sondern auch für die gesamte Mannschaft. Wenn du einen Trainer hast, der so viel erlebt hat, der so viel mitgemacht hat, bei so vielen guten Trainern auch selber war, also wenn man ja guckt, was für Trainer er hatte, ist ja Wahnsinn. Und da hat er natürlich extrem viel mitgenommen und versucht das natürlich dann auch dementsprechend weiterzugeben. Klar, du hast ihn jetzt sogar schon angesprochen, dein Vater Bernd Hopsch hat unter anderem auch bei 60 und bei Werder Bremen gespielt. In der Bundesliga hat sogar ein A-Nationalspiel gemacht für die deutsche Nationalmannschaft. Wie eng ist der Kontakt und wie wichtig ist er auch für deine oder war er für deine Entwicklung, die du bis jetzt genommen hast? Ja, tatsächlich ist es so, also wir sind sehr viel in Kontakt. Ich habe ein sehr, sehr enges Verhältnis zu meinem Papa. Wir telefonieren sehr oft in der Woche und und er ist auch jetzt, seitdem ich in Unterhaching bin, ist er echt oft bei den Spielen da, wenn es passt. Und ja, und dementsprechend ist es natürlich immer wertvoll, wenn jemand, der sowas erlebt hat, dann Live-Spiele von dir sieht und dir einfach sagt, hey, das und das, ne, der dich einfach 90 Minuten sieht. Tatsächlich in der Entwicklung ist es so, ich bin ja relativ Spätzünder gewesen im Leistungsfußball allgemein, so in der Jugend auch schon. Ich habe ja bis zur U17 immer in meinem Dorfverein gespielt, Kreisliga, und bin dann erst so Stück für Stück eigentlich in diesen leistungsbezogenen Fußball reingekommen und auch relativ spät dann ins Profigeschäft. Und da war es schon so, dass meine Eltern mir eigentlich immer das so offen gelassen haben. So, es war jetzt nicht so, dass mein Papa immer von Anfang an gesagt hat, ja, ich war Profi und jetzt schick mal dich mal hier in Nürnberg zum Club, dass du da mal schon spielst so von der U11 an und was weiß ich, wie es ja bei vielen der Fall ist, wo man wirklich sagt, hey, die pushen ihre Jungs jetzt da rein und sagen, hey, mach mal hier und Hauptsache, du bist beim Club, auch wenn es vielleicht von der Leistung nicht reißt, so, da drückt man dich ja mal jetzt mit rein oder sonst was. Und das wollte ich nie und das haben sie auch nie gemacht und da bin ich sehr glücklich drüber, weil ich
habe jetzt mit vielen Spielern zusammengespielt, auch in Lübeck, mit denen ich sehr gut befreundet bin. Wenn wir uns so über die Vergangenheit unterhalten, über die Jugend, wie das alles lief, so im Alter zwischen 13, 14 und 18 Jahren, wo ich einfach viele Sachen erlebt habe, die ich nicht missen möchte, viele Sachen gemacht hat, die man vielleicht auch nicht machen sollte, aber die man einfach so gemacht hat und und die habe ich halt einfach so erlebt. Und wenn ich mit Leuten darüber rede, die ihr Leben lang im NLZ gespielt haben, bei Hertha BSC oder beim HSV, die kennen das gar nicht. Also die sagen dann zu mir, also krass, so was du für eine Jugend halt hattest. Und muss ich sagen, das finde ich extrem geil und dass ich so einen Weg gemacht habe. Und es macht mich immer wieder stolz, so jetzt letztens, wenn ich in der Heimat war und ich treffe Jungs, mit denen ich in meinem Dorfverein gespielt habe, so mit 13, 14, 15, und die sagen jedes Mal zu mir, ey, Hopschi, geil, so, wenn man sich immer mal wieder sieht. Und die sagen einfach zu mir, ey, du bist immer noch genauso wie früher, wie du früher immer warst. Und das ist für mich ein mega Kompliment, so zu sagen, wenn die dann auf mich zukommen und sagen, ey, du bist immer noch der gleiche verrückte Typ wie früher, so ein bisschen. Und das gefällt mir dann schon. Und das bestätigt mich auch darin, so, dass ich vielleicht schon viel richtig gemacht habe, auch so in der ganzen Sache. Und ja, und dementsprechend bin ich sehr froh, dass meine Eltern da mich in meinem Werdegang nicht zu sehr beeinflusst haben oder versucht haben, in irgendeine Richtung zu lenken, sportlich gesehen. Und ja, dementsprechend habe ich ja trotzdem meinen Weg aber gemacht. Bin im Profifußball angekommen, sage ich mal. Und ja, es haben mir auch viele gar nicht zugetraut. So. Und ja, dementsprechend bin ich da schon stolz drauf, dass es jetzt so gelaufen ist. Und ja, letztes Jahr jetzt mit 28 Toren, nicht nur Torjäger in der Regionalliga Bayern, sondern auch sage ich mal, ja, von allen Regionalligen. Das war schon für mich dann auch was ganz Besonderes, was ich da erreicht habe. Ja, auf jeden Fall da auch von meiner Seite auch nochmal Lob und Anerkennung für die Leistung in der letzten Saison. Gehen wir ein bisschen auf die neue Saison schon ein. Ihr habt jetzt nach 5 Spieltagen 12 Punkte auf dem Konto. Ja. Du hast auch selbst schon 3 Tore in der Saison jetzt erzielt. Hast einmal auch eine Vorlage gegeben, allerdings am letzten Wochenende habt ihr dann wahrscheinlich auch ein bisschen unglücklich gegen Wacker Burghausen 3-1 verloren. Am Samstag steht jetzt das Derby bei den oder zu Hause gegen die kleinen Bayern an. Wie gut seid ihr nach der Niederlage jetzt vorbereitet auf das kommende Spiel? Ja, man muss ja immer so sagen, wir haben vorher 4 Spiele gewonnen und jetzt haben wir 1 verloren. Es war bei den Spielen, die wir gewonnen haben, war nicht alles gut und bei dem Spiel, was wir jetzt verloren haben, war auch nicht alles schlecht. Es lief viel gegen uns. Wir haben schlechte erste 20 Minuten gespielt, kriegen dann einen Platzverweis, kriegen den Freistoß direkt rein. 11 Meter kriegen wir nicht, wo ein paar waren. Es war alles ein bisschen unglücklich. War so ein Spiel, wo du das Gefühl hattest, so irgendwie läuft alles gegen dich. Und solche Spiele gibt es halt einfach mal. So, es war klar, dass du am Ende der Saison nicht mit 38 Spielen und 38 Siegen auf Platz 1 stehen wirst. Das wäre schön, aber so läuft es halt im Fußball normalerweise nicht. Und ja, dementsprechend sind wir relativ entspannt. Wir haben das knallhart analysiert, was nicht gepasst hat bei dem Wacker-Spiel, weil auch schon vor dem Platzverweis haben wir einfach keine gute Partie gemacht. Das muss man ehrlich ansprechen. Mit dem Platzverweis war es natürlich dann einfach schwierig mit einem 2-0-Rückstand. Und weil wir wissen, wir sind eine Truppe, auch wenn wir machen uns nicht verrückt, wenn man mal in Rückstand gerät. Wir haben es gegen Heimstetten 2-mal gehabt. Wir wissen, dass wir Qualität haben, auch solche Spiele noch zu drehen in den letzten 15 Minuten oder sonst irgendwas. Und ja, dementsprechend gilt es jetzt aber einfach, das Spiel abzuhaken. Wir haben es analysiert, das Spiel abzuhaken ist vorbei. Wir müssen jetzt nach vorne gucken. Wir haben jetzt ein richtig geiles Spiel zu Hause gegen Bayern. Wahrscheinlich schon vor ein paar Zuschauern, hoffe ich mal, bei schönem Wetter. Und und da gilt es jetzt einfach, eine Reaktion zu zeigen. Also die Mannschaft ist gut drauf, die Stimmung ist gut. Wir haben unglaublich Bock auf das Spiel. Und keine Ahnung, wir haben den 6. Spieltag, wir haben jetzt brauchen hier nicht von Riesendruck sprechen oder sonst irgendwas. Es wird sich am Samstag nicht entscheiden, wer jetzt am Ende der Saison auf Platz 1 steht, aber es ist natürlich schon ein brisantes Spiel jetzt gerade gegen die Bayern, die auch mit Favorit sind, vielleicht um den ersten Platz, wo man dann schon eine gewisse Standortbestimmung hat im direkten Duell. Und dementsprechend wollen wir auftreten, weil wir spielen zu Hause und ja, haben einfach Bock auf das Spiel, freuen uns drauf und wollen es genießen und dementsprechend gehen wir das Spiel am Samstag an. Perfekt, Patrick. Dann kommen wir auch schon zur letzten Frage. Du hast gerade eben schon ein kleines bisschen geteasert. Wie siehst du eure Chancen in der kommenden oder in der bis jetzt schon laufenden Saison und wen siehst du als größte Konkurrenten, sage ich mal, um die ersten 3 Plätze, sage ich erstmal. Also kannst gerne mal
so Top 3 Ja. nennen, wenn du Ja, willst. ich sag mal so, es ist natürlich, also wie gesagt, für mich gibt es keinen klaren Favoriten dieses Jahr. Ich glaube, die Leistungsdichte ist so eng mittlerweile, vor allem an der Spitze auch geworden. Bayern 2 ist immer, musst du immer sagen, hat einfach immer eine große Qualität, weil das ist einfach der Nachwuchs von die Amateurmannschaft von einem der weltbesten Vereine, die es gibt. Und die haben einfach immer Qualität, die Jungs. Da brauchen wir nicht drüber sprechen, wenn die einen guten Tag haben. Dann schießen die auch mal einen Zweitligisten aus dem Stadion so, ne? Und ja, dementsprechend sind die auch, werden die auf jeden Fall am Ende da vorne mit dabei sein. Und dazu hast du noch Schweinfurt, die seit Jahren oben mitspielen, die seit Jahren probieren aufzusteigen, die es natürlich auch dieses Jahr wieder versuchen werden, haben jetzt vielleicht nicht so einen guten Saisonstart gehabt, aber die werden über langfristig werden die oben mit dabei sein. Ja, und dann sage ich mal, jetzt noch mit zu den Top-Favoriten, würde ich dann noch Würzburg zählen, obwohl die einen großen Umbruch hatten. Das ist immer auch eine Sache, die hatten wir letztes Jahr in Haching auch, aber haben sich jetzt anhand, wenn man die letzten zwei Spiele sich anguckt, haben sich gut gefangen, haben da richtig gut abgeliefert und haben auf jeden Fall eine große Qualität. Und ja, und dann sind wir noch dabei. Wir haben, glaube ich, uns jetzt nochmal punktuell im Sommer sehr, sehr gut verstärkt, zu den guten Jungs, die wir eh schon hatten. Und ich glaube, ja, da werden Kleinigkeiten am Ende der Saison entscheiden. Es gibt dann immer noch ein bisschen so die Underdogs, die trotzdem Top-Mannschaften haben, aber die keiner immer so auf diesen Aufstiegsdingen oder auf diesen ersten Platz mit rechnet. Das ist so Albstadt, Illertissen-Burghausen, die einfach extrem gute Mannschaften haben und gegen die es immer sehr schwer ist zu spielen. Und ja, wir wollen halt jetzt dann gucken, dass wir am Ende der Saison, ja, man kann nie sagen, wir wollen jetzt unbedingt aufsteigen. Mit der Relegation ist sowas eh nie planbar, weil es immer 50-50 Spiele sind. Aber ja, wir wollen auf jeden Fall so lange wie möglich in Schlagdistanz sein, bis zum Ende oben mitspielen. Ja, und wie gesagt, hab ich ja vorhin schon lang ausgeführt, da gilt es darum, konstant zu sein, gegen jedes Spiel so mit 100% anzugehen, weil du wirst in der Regionalliga keine Spiele gewinnen, wenn du mit 80% reingehst, egal gegen wen du spielst. Das sieht man immer wieder. Und das gilt es halt, die ganze Saison zu beweisen, dass wir jedes Spiel gewinnen wollen. Und dann haben wir eine gute Möglichkeit, am Ende der Saison auf jeden Fall vorne dabei zu sein. Für was es dann reicht, wird man am Ende der Saison sehen. Dafür ist es jetzt noch relativ früh, würde ich sagen. Da muss man jetzt im Winter nochmal schauen, wie dann die Tabelle steht. Aber nach 5 Spieltagen ist immer sowas schwer vorauszusagen. Ja, ich meine auch, es sind auch noch über 30 Spieltage zu gehen. Ja. Drum eben. Alright, Patrick, dann danke ich dir vielmals für deine Zeit und ich Ja, wünsche kein dir Problem. und der Hat Spielvereinigung. mich sehr Nochmal. gefreut. Vielen Dank. Hat mich sehr gefreut. Danke, kann ich nur zurückgeben und dir und der Spielvereinigung Unterhaching dann auch natürlich viel Erfolg am Samstag und auch für die restliche Saison. Mach's Vielen gut, Dank. ciao. Ciao, ciao. Mach's gut.